sieht heute so förmlich aus, ne? Guten Tag zu den Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu Challenge Nummer 4, die Ergebnisse heute. Es ging das ganze Wochenende tierisch zu, ihr habt viele Videos eingeschickt und die schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an. Ich spreche immer noch von wir, ich sitze zwar alleine hier, alle sind im Homeoffice, natürlich aufgrund der aktuellen Situation auch total richtig und wichtig. Deswegen bin ich alleine hier im Büro und gucke mir mit euch zusammen gleich die Videos an. Und es geht los mit Anna. Anna hat uns was geschickt mit ihrem Hund. Ihr hat ein Agility, nennt man das glaube ich, ne? Agility-Parcours aufgebaut für ihren Hund Frieda. Und ja, durch die Rolle zwischen den Parcouren durch hat Frieda sehr gut gemeistert. Vielen Dank, Anna, für dieses Video. Ja, und weiter geht es mit Inga. Genau, Inga und Jan, das sind die beiden mit den Hamstern, richtig, die auf dem Klopapier waren. Und da man auf Hamstern einfach per se schwer reiten kann, zeigt uns Inga heute ihr Pferd Hila, auf dem sie ein paar Runden dreht. Also, ich sehe schon eine bunte Vielfalt. Wir hatten Hunde, jetzt haben wir Pferde. Ich bin gespannt, welche Haustiere oder welche Tiere ihr generell noch auf euren Videos aufgenommen habt. Das sind Bibi und Tina. Themenwechsel, Klimawandel. Ja, wie soll ich sagen, auch in Osnabrück sind die ersten Eisbären aufgetaucht und Mathilda ist wild entschlossen, diese Eisbären auch zu fangen. Ob das klappt und funktioniert, wir schauen mal rein. Ich möchte einen Eisbär fangen, denn ich bin so stark und habe überhaupt keine Angst. So, dann gehen wir mal los. Oh, was ist denn das? Da kommen die Klorollen wieder zum Einsatz. Da komme ich nicht drüber her, da komme ich nicht drunter weg und auch nicht aus dem Boden. Da muss ich durch. So, dann gehen wir mal weiter. Ich möchte ein Eisbär fangen, denn ich bin so stark und habe überhaupt keine Angst. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, was ist denn das? Ein kleiner Eisbär, aber der kann auch schnell rennen und da geht die Jägerin Mathilda schnell weiter. Vielen Dank an Mathilda und Lorenz für das Video von euch beiden. Und wir sehen auch nochmal wieder, wie vielseitig doch Klopapier sein kann. Als nächstes möchte ich euch Max und Kalle vorstellen. Kalle hat 4 Pfoten und klettert so ziemlich auf alles drauf, was ihr im Garten finden kann. Und Max hat ihr mittlerweile sogar einen kleinen Parcours gebaut. Jetzt. Sehr agil, der Kalle. Ja, und Jasmina hat uns noch einen Film geschickt. Da schauen wir auch mal rein. Ich bin Lars, der kleine Eisbär, und ich nehme euch mit auf eine Reise. Guck mal, wir haben eine Katze gefunden. Da hinten im Gras. Ui, seht ihr das? Da ist ein Einhorn in den Blumen. Ich bin Lars. Wenn du magst, darfst du gerne mitkommen auf die Reise. Yeah. Ah, hi, ich bin Lars und das ist Einhorn. Komm gerne mit auf die Reise. Und so entstand eine Freundschaft fürs Leben. Und der nächste Film kommt von Nils. Und um Nils Video zu sehen, müssen wir einmal abtauchen. Genau, wir sehen nämlich sein Aquarium. Er schrieb uns auch, er hat das Video beim Wasserwechseln gemacht und war so vertieft in das Filmen, dass er fast das Aquarium zu Überlaufen gebracht hat. Aber ist nochmal alles gut gegangen. Und da sehen wir auch zwischendrin die Tiere, die Fische. Da auch ein schönes Exemplar. Das Aquarium von Nils.
Ich bin ein Clownfisch. Nein, der nächste Film kommt nicht von einem Clownfisch und auch nicht von Dori, sondern von Hanna und Marie. Und die haben heute eine echte Expedition ins Tierreich unternommen und haben mal zwei verschiedene Arten miteinander verglichen. Und heute bei Zuhause in der Wildnis. Wir vergleichen das Jagdverhalten einer gewöhnlichen Hauskatze mit dem eines heimischen Hänschens. Ja gut, wer mich kennt, weiß, dass mit den Chips hätte auch ich sein können. Aber wir machen mal schnell weiter. Weiter machen wir mit Lara, denn Lara hat uns ihre Haustiere gezeigt und gefilmt. Und da schauen wir mal rein. Benjamin und Sophie haben uns heute auch wieder ein Video geschickt und ich war ein bisschen erstaunt, weil sie schrieben mir, du Kai, wir müssen noch mal eben mit unseren Hunden Gassi gehen. Dabei haben die doch gar keine Hunde, aber vielleicht checkt das Video uns ja ein bisschen auf. Weil sie gehen rein. Ich denke, ihr wollt Gassi gehen. Und da auch nochmal der Appell am Ende, stay home friends, bleibt zu Hause, einfach mal digital Gassi gehen, wobei, wenn man natürlich einen richtigen Hund hat, sollte man das besser draußen erledigen. Das nächste Video kommt von Caro, schöne Grüße an der Stelle. Freitag war sie hier noch bei uns, jetzt ist ihr Praktikum leider zu Ende, aber jetzt hatte sie Zeit, an unserer Challenge teilzunehmen. Und Caro hat eine Katze als Haustier. Und falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, was macht eigentlich so eine Katze den ganzen Tag zu Hause? Ja, die Frage hat sich Caro auch gestellt und mit der Kamera ist sie mal auf Spurensuche gegangen und hat ihre Katze Lia mal einen Tag begleitet. Ja, in der Sonne fühlt sich auch die Katze wohl. Das gefällt dir. Oh ja. Und schreiben kann sie auch schon. Und neugierig. Okay, so lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Das ist ein sehr süßes Bild. Die Katze unten im Körbchen. Vielen Dank dafür. Der nächste Clip kommt von Marie. Und Marie hat eine Hündin, die heißt Finja. Ja, was macht man mit so Hunden zum Beispiel? Außer Gassi gehen zum Beispiel Stöckchen werfen. Aber ich glaube, Finja und Marie haben da so unterschiedliche Auffassungen, was Stöckchen werfen betrifft. Wir schauen mal ins Video. Finja, hol dich.
Marie schrieb uns übrigens noch, dass sie vermutet, dass Finja einfach denkt, warum soll ich hinter einem Stock hinterherlaufen? Das macht ihr Menschen doch auch nicht. Finde ich, ist eine plausible Erklärung. Und mal lass mich mal überlegen, hinter was laufen wir Menschen eigentlich im Moment hinterher? Warte mal, da war doch am Mittwoch in der Challenge so ein Videoausschnitt. Ich suche den mal kurz raus. Genau, den hier meine ich. Schaut mal rein. Und last but not least hat auch Stefan aus dem Homeoffice, schöne Grüße auch dahin, uns ein Video geschickt und zwar mit seinem Hund Finn. Total süßer Hund, aber ich glaube, manchmal wird er echt zum Werwolf. Warum? Schaut selbst. Zum Hintergrund nochmal zu dem Video. Gestern fand auch in Lefern das Hoffnungsläuten der Kirchenglocken statt. Und Stefan ist sich sicher, dass Finn eigentlich mitsingen wollte. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja, vielen Dank. Das waren eure Videos von heute oder vom ganzen Wochenende. Vielen Dank für eure Einsendung. Und es ist echt spannend zu sehen, was für eine große Vielfalt ihr habt. Also von Hunden angefangen, über Fische, Eisbären haben wir auch gesehen, Katzen. Alles ist dabei. Vielen Dank. Pferde natürlich auch nicht zu vergessen. Und jetzt fragt ihr euch zurecht, wie geht es morgen weiter? Die nächste Challenge. Wir wollen eure Tipps und Tricks zum Thema Fitness in den eigenen vier Wänden. Fitness zu Hause. Zeigt uns eure kreativsten Sportübungen. Macht mit uns ein Fitness Programm. Vielleicht mache ich es auch hier im Studio einfach mit. Ich überlege es mir noch. Also, wir wollen eure Fitness-Tipps. Wir wollen eure Fitness-Tipps. Egal, ob im Garten oder zu Hause im Wohnzimmer. Zeigt sie uns, eure kreativen Sportübungen. Und das Ganze, ihr wisst es, bis morgen 15 Uhr an die 0174 87 80 294. Tschüss, bis morgen. Bleibt gesund. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media